Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ging es dir schon einmal so? Paulus scheint dieses Anliegen so wichtig zu sein, dass er sogar darum betet, dass die Gemeindeglieder von Ephesus wirklich sehen, dass es ihnen sozusagen wie Schuppen von den Augen fällt. Wir wollen uns dieses Gebet im zweiten Teil von Epheser 1 heute anschauen und ich freue mich schon auf das Gespräch mit meinen Gästen hier, zu meiner Rechten, Joni und Hannes, zu meiner Linken, Raphael und Rebecca. Zu Anfang möchte ich noch ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, auch wenn wir dieses Gespräch haben, sind wir uns bewusst, dass wir abhängig sind von deinem Heiligen Geist, der uns einen klaren Durchblick schenkt, der uns hilft, das zu sehen, was über unsere verstandesmäßigen Kräfte hinausgeht. Bitte hilf uns bei dem, was wir wahrnehmen, was wir miteinander teilen, dass es auch ein Segen sein kann für unsere Zuschauer und Zuhörer. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Amen. Ein ganz bekanntes kleines Büchlein, was wahrscheinlich die meisten von euch gelesen haben, ist Der kleine Prinz. Und dort kommt diese Aussage vor: Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Was würdet ihr denn sagen, was ist das Wesentliche, das für die Augen unsichtbar ist? Ich muss sagen, mir sind sofort Begriffe wie Motivation oder die Intention hinter einer bestimmten Sache eingefallen, weil oftmals ist es mir gegangen, dass ich bei anderen Personen eine äußerliche Handlung gesehen habe und dann habe ich Rückschlüsse gezogen auf die Intention und dann halt auch darauf reagiert. Und manchmal war es so, dass ich einer Person erheblich Unrecht getan habe, einfach nur, weil ich eine bestimmte Sache immer so interpretiert habe und deswegen das gleich auf sie draufgestellt habe. Dabei war die Intention eine ganz andere. Und da muss ich sagen, bin ich oftmals ein bisschen in den Straßengraben im übertragenen Sinn gerutscht. Deswegen also die Motivation ist mir gleich eingefallen. Ich denke an den Glauben grundsätzlich. Den kann ich auch nicht so äußerlich wahrnehmen. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren hat meine Mutter mit einem von der Verwandtschaft eine Diskussion geführt und er hat nichts geglaubt. Und er hat sich dann lustig über den Glauben meiner Mutter gemacht und hat sie da wirklich provoziert. Und dann hat er gesagt, ja, den Glauben, den kann ich nicht sehen. Also den gibt's nicht. Ja, das war seine Argumentation. Und sie hat dann gekontert, dein Hirn kann ich auch nicht sehen. Und ja, das hat vielleicht nicht zur Beruhigung beigetragen. Aber ich glaube, der Glaube an das Unsichtbare, an die Auferstehung, an dieses Wundersame auch der Bibel, das ist etwas, das kann ich rein physisch, physikalisch nicht wirklich fassen. Und es ist trotzdem da und gut. Ja, ich kann es nicht empirisch beweisen. Ne? Ja. Das ist ganz schwierig. Ich meine, das Gehirn könnte ich ja immerhin aufschneiden, ja, bei einer toten Person und würde es dann finden, es wäre da. Aber andere Dinge einfach, die entziehen sich uns. Das ist auch die Herausforderung für uns Christen. Ich meine, wir wollen ja Gott begegnen, aber wir sehen ihn ja auch nicht. Also wir können ihn vielleicht erfahren, es gibt da vielleicht Hinweise, aber so Auge zu Auge, da freuen wir uns schon auf die Wiederkunft, wo wir ihn dann endlich vor Augen sehen. Da gibt es ja dann auch ein schönes Lied dazu. Ne? Ich denke auch, das Erlösungswerk, also wir glauben halt, dass es passiert ist, aber wir waren ja nicht da, wir waren nicht am Kreuz. Also es... Und was uns, also in unserem Leben, das ganze Erlösungswerk ist ja auch ein Wunder, dass wir jetzt nicht ganz sehen können, dass im Verborgenen ja auch vieles geschieht und wir einfach uns mit Glauben dran festhalten dürfen. Ne? Ja, ja. Also ich glaube, wenn wir hier weiterhin noch überlegen würden, würde uns noch ganz viel einfallen, was nicht wirklich sichtbar ist und trotzdem eben da und ganz wesentlich, ganz wichtig. Ja, alleine Liebe, ja. Wir sehen vielleicht Auswirkungen davon, aber das zu greifen, schwierig. Wir wollen einsteigen in den Epheserbrief. Letztes Mal haben wir in unserem Gespräch den ersten Teil von Epheser 1 angeschaut, diesen Lobpreis, den Paulus hier auf Jesus Christus singt. Indem er viermal diese Formulierung hat, in ihm, in ihm, in ihm. Ja, das geht so weiter, ganz wesentliche Punkte, Marksteine des
christlichen Glaubens, des Erlösungsplanes. Und an diesen Lobpreis knüpft er dann ein Gebet für die Gemeindeglieder in Ephesus, ja, verbunden mit diesem Darum in Vers 15. Und ich lade mal jemand von euch ein, diese Verse mit uns zu lesen. Epheser Kapitel 1, Vers 15 bis Vers 23. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Wahrheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Herzlichen Dank. Schon im Deutschen ein ziemlicher Bandwurmsatz. Ja, im Griechischen ist das alles nur ein einziger Satz, ja, dieser ganze Abschnitt hier. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen runterbrechen, damit wir nicht den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. In Vers 18, da betet Paulus darum, dass die Epheser erleuchtete Augen des Herzens bekommen. Was meint er damit? Ich mag diesen Begriff mit Erleuchtung oder überhaupt mit Licht, weil ich denke an eine Wanderung bei Nacht, da hast du auch eine Taschenlampe. Es ermöglicht mich überhaupt mit meinen physischen Augen zu sehen. Und gerade wenn es ums Geistliche geht, dann ist es aus diesem Text ersichtlich, wir brauchen Gottes Hilfe, damit wir auch geistlich sehen. Ich glaube, das ist so die Bitte hier, dass die Menschen hier in Ephesus befähigt werden, Geistliches zu differenzieren, zu sehen. Ja, die sind schon in der Gemeinde, aber brauchen trotzdem noch diese Fähigkeit, wirklich das Wesentliche der geistlichen Sphäre wahrnehmen zu können. Vor allen Dingen, ich finde es spannend, dass er es danach ausführt, für was genau jetzt diese neue Sehkraft gebraucht wird. Nicht einfach so, ach übrigens, ihr braucht noch eine spezielle Sehkraft, Punkt. Sondern da kommen dann Begriffe wie Hoffnung, Reichtum, Erbe, jeweils verknüpft mit einem anderen Begriff. Anscheinend braucht es, um diese Dinge zu sehen, noch etwas anderes, als was ich allein mit meinen biologischen Augen sehen kann. Ich würde auch sagen, das geht auch ein bisschen um die Erfahrung, weil da geht es jetzt nicht nur um das intellektuelle Verstehen, sondern wirklich mit dem Herzen. Also dass das, ja, die Erfahrung einfach, dass man das wirklich, diese Hoffnung und so weiter, das auch erfährt, ja? Dass man das ganz erkennt. Weil oft ist der Glaube dann sehr intellektuell, aber dass es wirklich tief in ihr Leben eindringt, ich glaube, das ist Paulus Wunsch hier. Das Auge sieht ja nur das, was gerade im Moment passiert. Das ist ja nicht unser Gedächtnis. Aber hier spricht er davon, dass wir mit diesen Augen eures Herzens, sagt er, die Hoffnung sehen. Hoffnung ist immer was Zukünftiges. Das heißt, es ist nicht das normale Auge, das nur die Schwierigkeiten der Jetzt-Situation wahrnehmen kann, sondern das schaut über den Horizont der Zeit hinaus in die Zukunft und das macht Hoffnung und Erbe. Das ist auch Hoffnung, ja? Das ist alles positiv Hoffnung. Vielleicht geht es ja dem einen oder anderen von unseren Zuschauern oder Zuhörern so wie dem Raphael. Das klingt ganz toll, erleuchtet Augen des Herzens. Möchte ich haben. Ja, wie bekomme ich das denn jetzt? Ganz platt gefragt. Also meine Antwort darauf ist das, was ich in der Bibel immer wieder entdecke. Ein Gott, der bereitwillig gibt denen, die eben danach bitten. Und
wenn es mir ein Herzensanliegen ist, Gott besser zu verstehen, besser zu kennen und auch diese Segnungen, die er mir gibt, zu verstehen und zu begreifen, dann kann ich auch Gott darum bitten. Also ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt, das zu wollen und zu Gott zu kommen mit diesem Wollen. Gerade auch, weil hier der Satz ja damit beginnt, zumindest hier in der deutschen Version, in Vers 18, er erleuchtet die Augen. Also es wird die ganze Zeit über Gott geredet. Und wenn er der ist, der aktiv dieses Erleuchten hervorbringen kann, in anderen Worten den Lichtschalter anschnipsen kann, anmachen kann, dann gehe ich zu dem, der das kann. Und er scheint sehr nahbar zu sein, weil was hier alles erzählt wurde, vorher wie auch nachher, scheint das eine Person zu sein, dieser Gott, wo ich da tatsächlich ohne Hemmungen hingehen kann. Ich muss da nicht irgendwie eine lange Rede vorbereiten, indem ich ihm die guten Gründe nenne, warum er mich erleuchtet, sondern das scheint gar nicht weit weg zu sein. Wenn ich was von Licht und Leuchten lese, dann habe ich sofort so biblische Assoziationen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Oder Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und Petrus sagt, er ist dieser Morgenstern, der leuchtet. Also es ist immer positiv und hat auch mit dem Wort Gottes und mit Jesus Christus zu tun. Ja. Da kommt Erleuchtung her und wahre Weisheit, wie Paulus im Korintherbrief zum Beispiel sagen würde. In Vers 17 haben wir ja die Erwähnung aller drei, ja, Gott Vater, Jesus Christus und eben auch der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und wenn wir an die Worte Jesu denken in Johannes Kapitel 16, dann ist es eben der Geist, der kommt, um der Welt die Augen aufzutun, damit sie sieht, damit sie erkennt. Oder wir denken vielleicht auch an die Augensalbe, die Gemeinde Laodicea braucht, ja, um klar zu sehen, einen klaren Blick zu haben für den eigenen Zustand. Das heißt, Gott hat eine andere Wahrnehmungsebene, Dinge zu sehen, die wir als Menschen eben oft nicht so sehen von uns aus. Und wir müssen es uns schenken lassen. Wir können es eben nicht von uns aus machen. Schauen wir uns das nochmal an. Joni, du hast es ja schon angedeutet. Was können wir jetzt sehen oder wozu sind uns diese erleuchteten Augen des Herzens gegeben? Das ist ja hier aufgelistet, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Gläubenden, ist. Das wird also hier so aufgelistet. Ich muss sagen, gerade bei dem Punkt Hoffnung seiner Berufung müssen wir jetzt näher schauen, was er hier direkt mit Berufung meint. Aber wenn man es im erweiterten Kontext hat, ist es eigentlich immer ein Aufruf von Jesus, ihm nachzufolgen. Und zwar in der Praxis. Also tatsächlich mal im übertragenen Sinne auf die Rennstrecke des Lebens zu gehen, als einfach nur darüber zu lesen, wie viele Kurven es denn da gibt. Und so aus meiner Erfahrung gibt es immer wieder Momente. Und gerade auch, als ich mich überhaupt Gedanken gemacht habe, will ich das überhaupt machen? Kommen nicht immer direkt freudige Gedanken, weil man sich auch manchmal Situationen gegenüber sieht, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt der Weg, den mich Gott berufen hat, aber ich sehe weder ein noch aus. Und dann aber zu sagen, okay, in der Berufung, da ist Hoffnung mit dabei, und Hannes hat es ja angesprochen, Hoffnung ist etwas, was in der Zukunft liegt und was positiv ist. Also diese auf Englisch würde man sagen, diesen Drive weiterzubehalten, diese Geschwindigkeit weiterzubehalten. Ich finde es spannend, dass er das hier kombiniert. Weil Berufung kann manchmal auch ziemlich herausfordernd sein. Ja. Wir werden die nächsten Wochen, wenn wir weiterlesen, feststellen, dass die Epheser auf dem Abstellgleis gestanden sind, sozusagen. Ja, tot in den Sünden, in der Welt. Sie haben nicht zum Volk Gottes dazugehört. Aber genau diese Menschen, diese Heiden, ja, die dann Christen geworden sind, die sind berufen. Es gibt Hoffnung für sie. Sie dürfen Teil sein des Volkes Gottes, eingebaut in das Gemeindegebäude. Berufen heißt ja nicht nur zu einer Aufgabe berufen, Prediger, Missionar oder sonst was zu sein, sondern überhaupt zum Heil gerufen zu sein. Das muss uns auch klar sein. Ja? Der erste Ruf erfolgt zur Erlösung. Und das ist dann tatsächlich Kapitel 2. Und zu einer Aufgabe können wir dann als zweiten Schritt berufen werden oder gebeten oder eingeladen werden von Gott. Ich finde es auch schön, dass ihr seid, also zu der Hoffnung jetzt schon berufen, das ist in der Gegenwart.
dann hat man hier die Herrlichkeit seines Erbens, das ja in der Zukunft passiert. Und dann die Kraft, mit der er in Christus an uns gewirkt hat, ist die Vergangenheit. Also das zeigt auch so ein bisschen die ganze Zeitspanne. Mhm. Also egal ob Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Gott möchte uns in allem erleuchten, ne? Und uns einen besseren Einblick auch geben, wie er an uns wirkt. Das gefällt mir auch, dieser Gedanke, Gott hört nie auf, an uns zu wirken. Also es ist beständig da, an den Menschen zu arbeiten, in der Vergangenheit, heute und auch in der Zukunft. Ja, genau. Also Hoffnung, seine Berufung haben wir schon angeschaut. Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Ja, warum ist das ein wichtiger Punkt, dass wir den wahrnehmen und sehen? Ja. Wenn ein Erbe nicht attraktiv ist, dann möchte ich es ja gar nicht haben. Mhm. Da ist aber ich kann auch Schulden erben, ne? Manchmal. Ja. Aber da ist eine Herrlichkeit. Und wenn ich die Herrlichkeit verstehe, dann habe ich auch ein größeres Verlangen danach. Und ich glaube, danach, also Paulus möchte hier, dass die Epheser auch dazu kommen, dieses Erbe so wertzuschätzen, dass sie alles dran setzen, das zu bekommen. Mhm. Ja, spürt ihr das so, diese Superlative der Sprache, ja, so dieses Reichtum, Herrlichkeit, ja, so diese überragende Größe seiner Kraft, ja, wo man förmlich merkt, Paulus ringt hier nach Sprache, um diese himmlische Realität abzubilden. Ist gar nicht so leicht, ja, denn eigentlich ist das, was er hier beschreibt, so viel größer als die Möglichkeiten der menschlichen Sprache. Das Thema Erbe, was bekommen wir dafür schlussendlich? Das hat ja die Jünger schon bewegt. Sie fragen auch einmal Jesus, nicht? Wir haben alles verlassen, wie schaut's aus? Was werden wir dafür einmal bekommen? Und Paulus, nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen, spricht immer wieder vom Erbe. Und wenn ich zur Offenbarung schaue und den Bogen des Neuen Testaments zu Ende spanne, naja, da haben wir ein himmlisches Jerusalem, das auf die Erde kommt, ein ewiges Leben und das Paradies. Ja? Also, Erbe wird in der Bibel sehr konkret dann. Und das ist das Schöne. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Das gibt es wirklich sozusagen. Ja. Und vor allem überhaupt der Gedanke des Erbes ist ja unglaublich, weil es zeigt ja eigentlich, in welcher Stellung wir sind. Wir sind Kinder Gottes jetzt und deswegen sind wir überhaupt berechtigt, auch Erben zu sein. Und das drückt, glaube ich, Paulus eben mit diesen Superlativen auch aus, weil er zeigt, das ist ja unglaublich, was Gott hier alles für uns vorbereitet und gemacht hat. Wenn unser Gott der Gott des Universums ist, dann ist er ziemlich reich. Und dann profitieren wir als seine Erben auch von diesem unermesslichen Reichtum, den man gar nicht in Worte fassen kann. Und gerade dieses Bild, da stößt ja dann später gleich im Vers 20 auf ein anderes Bild. Und zwar kommt der Tod, und zwar genau dessen, der uns das eigentlich geben möchte. Wo man sich wieder denkt, wie darf ich da überhaupt in diesen Zustand kommen? Also ich habe nichts gebracht, was mich nur in einen Mitarbeiter Gottes verwandeln würde, geschweige denn in einen Erben, also Teil der Familie. Und dann kommt hier etwas, die Macht seiner Stärke, die angesprochen wurde, und dann steht hier, die Macht seiner Stärke hat er in Christus wirksam werden lassen, in der Auferstehung. Mhm. Und das sind zwei große Bilder, die hier aufeinandertreffen. Wir werden uns die Verse gleich nachher noch mal ein bisschen genauer anschauen. Zuerst mal hier noch mal bei diesen Versen. Es ist ja auch interessant, welches Wort hier nicht vorkommt. Es kommt hier nicht das Wort mein vor. Es kommt nicht irgendwas vor, was ich tue. Ja, dreimal steht hier, es ist seine Berufung, es ist sein Erbe, es ist seine Kraft. Ja, es wird immer betont. Genauso wie in den Versen, in dem Lobpreis vorher betont wurde, dass es in ihm, also in Jesus, liegt. Ja, hier dreimal dieses Wort sein. Wir brauchen erleuchtete Augen des Herzens, um seine Errungenschaften, seine Größe, seine Schönheit wahrzunehmen. Und jetzt frage ich euch, woran liegt es, dass wir das trotzdem im alltäglichen christlichen Leben so oft aus den Augen verlieren? Die Ablenkung, die da ist. Die sinnvolle Arbeit, die wir haben und uns vielleicht manchmal auch ablenkt, obwohl sie gut und sinnvoll ist. Ich muss auch sagen, bei mir ist es in der Praxis auch immer wieder dieses Vergessen, was auch immer dann diese Lücke füllt. Sobald ich vergesse, ich merke das auch bei mir, dann habe ich zumindest bei mir die Beobachtung, ich versuche immer mehr durch eigene Kraft Dinge zu bewegen.
Und wenn manchmal sich denkt, ja gut, als Pastorenpraktikant, das ist vielleicht nicht die beste Taktik. Aber ich merke, dass das immer wieder doch eine Korrelation da ist. Wie oft erinnere ich mich daran, dass ich eigentlich zwar Dinge mache, die sinnvoll sind auch, aber dass es nicht am Ende durch meine Kraft ist und durch meine Stärke. Und gerade hier mit diesen Verheißungen, die auf das Zukünftige gehen, kann das in jeder Arbeit, egal ob das jetzt im geistlichen Bereich ist oder generell in einem Arbeitsfeld, dazu führen, dass ich dann vergesse. Und dann versuche ich mich selber bei der Stange zu halten, in meinem Beruf. Aber ich zumindest merke dann, dass ich dann einen geistlichen Burnout bekomme, weil ich mir denke, boah, wie soll ich meine Arbeit noch schaffen? Es geht nichts voran. Und im besten Fall erinnere ich mich dann wieder an das, was hier geschrieben steht. Ja, das ist genau eben das Problem, dass wir manchmal denken, dass wir es aus unserer Kraft tun können und dann eben erst, wenn es nicht mehr funktioniert, zurückkommen und merken, wir brauchen die Macht seiner Stärke, um auch wirklich das zu bewirken, was in der geistlichen Welt wichtig ist. Joni, du hast es ja schon angedeutet vorher, diese Kraft, die Paulus hier anspricht, die wird dann noch konkreter beschrieben. Wie führt Paulus denn die Qualität der Kraft Gottes in den Versen 20 und 21 aus? Naja, er nennt hier Beispiele, wie sich diese Kraft Gottes auswirkt. Einerseits hat Gott Vater Jesus Christus aus dem Grab auferweckt. Das ist schon wirklich sensationell von der Kraft her. Und Jesus Christus ist stärker als diese jede Gewalt, jede Macht, jede Kraft und Herrschaft, das ist offensichtlich das Reich des Bösen. Und Christus und Gott ist stärker als das Böse. Und herrscht sogar drüber, ja? Ja. Also wurde mit dieser Macht eingesetzt zur Herrschaft. Viele Leute heute glauben, dass Gut und Böse immer so in einem Gleichgewicht herrschen. Das heißt Yin und Yang und da gewinnt nie irgendeine Seite, so nach dem Motto. Brauchen einen sogar, ne? Um ja, genau. Ja, genau. Und haben sogar Teile des Gegenstücks in sich selbst. Ne? Aber die Bibel hat eine ganz, ganz andere Botschaft. Ja. Gott und das Gute ist größer, stärker und mächtiger und siegt immer und Satan verliert immer. Und das ist eine sehr gute Botschaft. Das ist Evangelium pur, kann man sagen. Amen. Ich denke da gerade an das Bild eines adventistischen Künstlers, der diese Auferstehungsszene gemalt hat. Ja, wie die römischen Soldaten, die Weltmacht der damaligen Zeit, die liegen einfach wie tot. Ja, die Dämonen, schreibt Ellen White, mussten fliehen, als der Engel kommt und Jesus Christus aus dem Grab ruft. Ja, keine Macht der Welt, keine Macht Satans konnte der Auferstehung Jesu etwas entgegensetzen. Ja, und dann toppt Paulus das nochmal und sagt, und Jesus ist eingesetzt zu Rechten Gottes und damit wirklich erhaben über alle anderen Mächte, Herrschaften, die es irgendwo im Universum geben mag. Und sein Punkt ist aber, diese Macht Jesu und Gottes, ist die gleiche Macht, die bei uns wirksam wurde und wird. Das ist ja das Schöne für uns, nicht? Wir können diese überwältigende Macht und Kraft anzapfen und uns auf die Seite des Siegers stellen und von diesem Sieg mit profitieren. Und plötzlich haben wir diese Kraft und Macht. Das wäre nämlich gerade meine Frage jetzt gewesen, was euch das denn bedeutet, dass diese gleiche Macht uns zur Verfügung steht im Alltag? Also wir können quasi damit profitieren, wir stehen auf der Seite des Siegers, ja, wir können uns da hinten dranhängen. Und ich denke auch, die ganzen Situationen des Alltags werden ein bisschen kleiner, die Sorgen des Alltags werden ein bisschen kleiner, wenn man versteht, was für eine Macht eigentlich hinter uns steht, dadurch, dass wir Gott nachfolgen. Das verliert alles ein bisschen Bedeutung, was so groß uns manchmal erscheint. Ja. Also die ganzen Herausforderungen, Probleme und Sorgen und so. Man fragt sich dann auch manchmal, worüber überhaupt Sorgen machen. Denn wenn du die stärkste Kraft des Universums hast, der hinter einem steht, vor was soll ich mir denn fürchten? Selbst der Satan, der Teufel, der hier umhergeht wie ein brüllender Löwe, der versucht, alles kaputt zu machen, gegenüber von Gott hat er keine Chance. Und wenn ich diese Kraft auch auf meine Seite nehme und sage, ich möchte mit Gott in Beziehung leben, dann habe ich die stärkste Macht an meiner Seite.
Wenn ich da im Epheserbrief lese, denke ich natürlich auch an die Apostelgeschichte und Paulus kommt nach Ephesus und da verbrennen sie dann diese Zauberbücher für 50.000 Silberstücke. Was heißt das? Der Glaube, dass die bösen Mächte mein Leben beeinflussen und mir vielleicht sogar Böses wollen, das war damals sehr präsent in den Köpfen der Leute in der Antike. Aber wenn wir das jetzt in unserer Zeit uns anschauen, ich habe genug Geschichten gehört von Leuten, die ja, im wahrsten Sinn des Wortes wahnsinnig werden, in ihrer Angst vor den bösen Mächten und alles Mögliche tun, um davon wegzukommen. Wenn ich aber diese biblische Wahrheit verstanden habe, dass Jesus stärker ist, dann brauche ich diese Angst nicht mehr zu haben. Dann brauche ich mich nicht mehr irgendwo im finstern Winkel meines Hauses verstecken, weil ich kann mutig auftreten. Nicht, weil ich so stark bin, aber weil der, der hinter mir steht, so stark ist. Oder sogar der, der vor dir steht. Oder vor mir, ja. Ja, ganz genau. Und je nachdem, in welcher Lebenssituation man ist, allein die Tatsache, dass man hier nicht alleine ist, dass ich nicht alleine bin. Vielleicht sogar kann ich mich ja einsam fühlen, obwohl ich ein soziales Umfeld habe. Da muss ich ja nicht isoliert an einem Ort sein. Ich kann mich trotzdem einsam fühlen. Und dann werden mir hier zwei Dinge gesagt. Nummer eins, es gibt hier jemanden, diesen Gott des Universums, der bei mir ist. Und dann wird hier aufgezeigt, was wir eben schon uns angeschaut haben, was er eigentlich alles kann. Das heißt, Nummer eins, er ist nicht nur, stellt sich nicht nur als mein Gott, mein Schöpfer dar, sondern er kann tatsächlich auch. Er kann abliefern, er kann meine Einsamkeit füllen. Vielleicht auch, wenn sich Einsamkeit wie Dunkelheit anfühlt, kommt wieder das Lichtthema rein. Der kann in mir etwas machen, was vielleicht sogar mein Umfeld gerade nicht schafft. Etwas, was vielleicht geht es mir physisch, körperlich gut, aber innerlich, seelisch bin ich total zerrissen und einsam. Und hier ist eine Kraft, wo selbst, wenn diese Kraft, wenn dieser Gott des Lebens auf den Tod trifft, gibt es keine Diskussion, da muss der Tod gehen. Nicht das Leben. Das wird gar nicht, da wird gar nicht lang diskutiert, das ist so. Wenn Jesus dann auch auf meine Einsamkeit trifft, habe ich selber auch erfahren, ich konnte mitten in einem Raum voller Menschen trotzdem einsam sein. Aber es hat einen Unterschied gemacht, als ich ihn mal zu mir reingelassen habe. Das war schon, also das, diese Erfahrung, die findet sich hier in diesen Worten wieder. Und für Paulus so ein wichtiges Anliegen, dass er dafür betet, dass die Epheser eben genau diesen Blick haben. Dass sie das erkennen, ja, erkennen, dass sie wissen, was die Realität aus der Sicht Gottes ist. Dass sie eben nicht den Teufel hinter jedem Busch suchen oder vermuten müssen, sondern dass sie einfach ihren Blick erheben dorthin, wo die wirkliche Macht, Dynamis, sitzt. Und in den letzten Versen dieses ersten Kapitels, da kommt er ja auch noch zu dem Thema, dass er sagt, dieser Jesus ist eben nicht nur über alle Reiche und Herrschaften, Mächte der Welt, des Universums gesetzt, sondern auch als Haupt über die Gemeinde. Was bedeutet jetzt das für euch, dass genau dieser Jesus, so wie er beschrieben ist, Haupt der Gemeinde ist? Er ist in Kontrolle, ja. Also er hat nach wie vor den Überblick und koordiniert die verschiedenen, also unser Kopf koordiniert ja den ganzen Körper. Und selbst wenn wir es manchmal das Gefühl haben, ach, da geht jetzt alles drunter und drüber, das kann uns dann schon Frieden geben zu wissen, dass Jesus nach wie vor das Haupt ist. Ja, da deutet sich ja schon an, was Paulus dann in Kapitel 4 noch mehr ausführt, dieses Bild eben, ja, Jesus das Haupt und er hat die Kontrolle, ja, er bestimmt und das macht uns innerlich ruhig, ja, zuversichtlich, ja, er ist der Chef. Manchmal bilden wir uns ja ein, dass wir sehr wichtig sind, nicht? Und der Prediger und der Gemeindeleiter und wie sie alle heißen. Aber das Haupt der Gemeinde ist Jesus Christus. Und das verändert natürlich sofort auch mein Bild von Ämtern und Wichtigkeit und ja, auch Stolz schlussendlich. Das heißt, wir kommen praktisch in die richtige Relation. Relation. Ja, genau. Wer wir sind, wer Gott ist. Das zeigt mir auch, dass ich Vertrauen brauche. Denn wenn ich Gemeinde betrachte, dann gibt es Dinge, die mir vielleicht nicht so gefallen, wo ich denke, das kann ja nicht sein. Aber das ist auch durch die ganze Geschichte hindurch. Wenn wir Daniel betrachten, dann ist Gott der, der über die Zeiten regiert.
auch jetzt in der Kirche oder in der Gemeinde regiert Gott. Da braucht es auch Vertrauen zu sagen, am Ende wird alles gut gehen. Auch wenn es jetzt mit meinem menschlichen Auge, da kommen wir vielleicht wieder zurück zu dem, was wir am Anfang gelesen haben, mein menschlicher Auge das ganz anders wahrnimmt. Gerade auch, wenn ich an die Apostelgeschichte wieder zurückdenke, auch die Leitung, Paulus, Barnabas, als sie losgegangen sind auf ihren Reisen, da hat nicht immer alles geklappt. Vielleicht bei der einen Streitsituation, die mir da einfällt, wo sie dann schlussendlich verschiedene Wege gegangen sind, gab es da einen, der richtig im Recht war oder nicht? Weiß man nicht. Aber am Ende, glücklicherweise, waren ja nicht sie die letzte Instanz, sondern dieser Text sagt, da gab es einen drüber und die Apostelgeschichte zeigt, dass es diesen wirklich gab, dass es diesen Jesus wirklich gibt, der die Hand drauf hält, wie du gesagt hast. Und ich muss sagen, dass, wie bei Raphael auch schon angeklungen ist, es gibt mir echt eine Entspanntheit. Weil ich einfach sagen kann, okay, ich mache meinen Teil, ich versuche zu erkennen, was gerade ansteht. Aber wenn es auch bei mir, so gut es gemeint ist, nicht funktioniert, weiß ich, es liegt nicht an mir. Und ich glaube, das kann, egal in welcher Position man ist, kann wirklich eine Ruhe geben, die mich nachts auch besser schlafen lässt. Ja, Jesus, das Haupt der Gemeinde, so unvollkommen die Gemeinde auch ist. Und auch die Gemeinde damals war unvollkommen. Wenn wir diese Briefe, die Paulus geschrieben hat, lesen, dann merken wir, in jeder Gemeinde gibt es Grund für Ermahnung, für Veränderung. Das ist immer vorhanden. Und trotzdem ist Paulus zuversichtlich. Trotzdem beginnt er sein Gebet ja mit einem Dank. Das haben wir noch gar nicht betrachtet. Ja? Aber gleich am Anfang eben dieses Gebets, da sagt er eben, dass er nicht aufhört, für die Epheser zu danken. Was ist die Grundlage dafür, dass er trotz aller menschlichen Unvollkommenheit danken kann? Naja, er weiß von ihrem Glauben und ihrer Liebe, sagt er hier. Mhm. Das sind also wichtige Argumente. Wie ich mir diese Lektion und diesen Bibelvers im Voraus angeschaut habe, ist mir irgendwie aufgefallen, dass er hier für diese Gemeinde dankt und nicht bittet. Das ist für mich fast ungewöhnlich auffällig gewesen, obwohl ich diesen Satz schon hunderte Male fast gelesen habe, weil er auch bei uns in unserem Griechischbuch vorkommt und mir dieser Satz also jedes Jahr wieder begegnet. Also Paulus dankt für die Gemeinde. Ich meine, wir denken oft, ja, lieber Gott, hilf doch der Gemeinde, die so schwach ist, auf die Beine und hilf für die Mission und so weiter. Aber er dankt für sie, obwohl es auch dort Dinge gibt, die noch zu verbessern sind. Aber er fängt sehr positiv an. Er dankt. Er nimmt das Positive wahr. Ja. Er hört es, ja, und spiegelt das eben auch zurück. Und ich glaube, auch für uns ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben eine Haltung der Dankbarkeit entwickeln, trotz aller menschlichen Reibereien, Unzulänglichkeiten, die da sind. Was hilft euch denn so eine Haltung der Dankbarkeit in der Gemeinde, die voller schwieriger Menschen ist, zu kultivieren? Also das eine, was mir hilft, was ich hier auch bei Paulus sehe, er fokussiert zuerst mal, also er sucht nach etwas, was positiv ist. Was er loben kann. Genau. Mhm. Und für mich, in meinem Leben zumindest manchmal, mit manchen Menschen, wenn man ein bisschen eine Herausforderung hat, da muss ich richtig suchen. Also es ist nicht so, dass mir da gleich, ja, ich bin da so dankbar für, was er da und da gemacht hat, sondern, aber wenn man dann sucht, findet man immer was. Das ist meine Erfahrung. Also Gott gibt uns immer Ideen, wofür wir dankbar sein können für andere Menschen. Also sich ganz aktiv drauf fokussieren. Ja, was gibt es denn an positiven Dingen, die ich wahrnehmen und schätzen kann? Weil in der Frustration kommt meistens nicht das, wofür man dankbar ist. Und Paulus ist ja hier vielleicht auch ein bisschen frustriert mit ihnen. Ne? Aber das Erste, was er anspricht, ist die Dankbarkeit. Das haben wir dann auch im Philipperbrief auch. Als Erstes, der Philipperbrief startet mit, dass er die ganze Zeit dankbar ist und sie in allen seinen Gebeten erwähnt, ja, vor Gott mit Dankbarkeit. Ja. Das ist übrigens immer wieder so ein Element in den Paulusbriefen.
nicht unbedingt in den ersten zwei, drei Versen, aber im ersten Kapitel drückt er irgendwie Gebet, Fürbitte, Dank für die Gemeinde aus. Das ist also wiederkehrend. Das muss bei ihm eine absolute Gewohnheit gewesen sein. Das muss er selbst sozusagen gewesen sein, der sich da in diesen Worten des Dankes widerspiegelt. Aber hier im Epheserbrief ist der Abschnitt sehr lang und ausführlich im Grunde. Im Vergleich zu anderen Briefen, wo das nur ein Halbsatz sozusagen ist. Gerade auch im Gemeindekontext ist das für mich oftmals eine Analogie, einfach weil aus der Familie, aus der ich komme, das eigentlich recht gut gelaufen ist. Und zwar nicht nur das Positive wahrzunehmen, das ist die eine Sache, sondern es auch auszusprechen. Ich habe andere Familien kennengelernt, die durchaus Dinge wahrnehmen, aber sie sprechen das nicht aus. Und ich dachte mir, wo kommt die Dankbarkeit her? Und dann merkt man einfach, okay, der Paulus, der nimmt es wahr und spricht es aus. In jedem Brief kommt das irgendwie vor. Und ich glaube, das hat mir seinerzeit gut getan, dass mir einfach mal gesagt wurde, schön, dass du, ich erinnere mich an eine Situation in der Jugendgruppe, war ich 15, 16 Jahre alt gerade drin, Jugend-Sabbat-Lektion. Ich habe nur eine Sache gesagt, ich habe noch nie vorher was gesagt. Das war jetzt nichts Weltbewegendes. Am Ende kommt ein wesentlich älterer Jugendlicher zu mir und sagt, hey, Joni, danke, dass du da warst und danke, dass du das gesagt hast. Und das ist so hängen geblieben. Das ist mir so hängen geblieben und das hat mir schon so oft gezeigt, okay, ich gebe das, was ich habe. Ja, also wir sollten in unseren Gebeten ja auch immer mehr an die Dankbarkeit denken und weniger an das, was uns fehlt und die Bitten, die wir natürlich auch vortragen dürfen. Aber der Dank sollte eigentlich einen größeren Anteil in unseren Gebeten zum Ausdruck bringen. Vor ein paar Wochen hat mich ein guter Freund aus Deutschland angerufen, Spur älter als ich, und wir reden so am Telefon. Und dann sagt er zu mir, ja, er war beim Arzt und ja, Krebs. Also das hat mich irgendwie überrascht, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich werde dich in mein Abendgebet mit einschließen. Und ich habe gemerkt, wie dankbar er für meinen Vorschlag da war, eben auch für ihn zu beten. Und ich glaube, ich kann ihn ja nicht gesund machen und vielleicht auch ein Arzt nicht oder so. Aber zu wissen, dass ich nicht alleine bin in meiner unangenehmen Situation, dass wer anderer mitbetet, das hat ihm offensichtlich sehr gut getan und das habe ich an seinen Worten und wie er dann geredet hat im weiteren Verlauf dieses Telefongesprächs richtig herausgehört. Und ich glaube, wenn wir für andere Leute beten, dann ist es gut. Aber manchmal müssen wir es ihnen auch sagen, dass wir das tun. Ja. Paulus macht beides hier. Genau. Er redet zu Gott, er dankt und er lässt die Gemeinde an seinem Dank zu Gott auch teilhaben. Ja, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, mit welchen Augen seht ihr denn die Realität? Mit den vielleicht manchmal trüben Augen, unseren wirklichen Augen oder auch mit erleuchteten Augen des Herzens. Wo gibt es vielleicht Bereiche, die du ganz bewusst anders aus der Perspektive Gottes sehen und wahrnehmen möchtest in deinem Leben? Wir freuen uns, wenn du das in die Kommentare reinschreibst, um auch etwas in Kontakt mit uns zu kommen. Und ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Rebecca, darf ich dich bitten, dass du noch mit uns betest? Sehr gerne. Vater im Himmel, ich möchte dir so herzlich Danke sagen, dass du nicht nur wunderbare Sachen hinter unseren Rücken machst, sondern dass du uns auch offenbarst, was du in unserer Vergangenheit schon getan hast, was du auch in unserer Gegenwart und Zukunft tust. Danke für die Macht, danke für die Hoffnung und auch für das Erbe, das du uns gibst. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir unsere Augen auf das Unsichtbare lenken, dass wir ein dankbares Herz haben und dass wir einfach im Alltag auch verstehen, wer du wirklich bist und was du durch uns alles wirken möchtest. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Wir kommen zur vierten Lektion, wie Gott uns rettet. Im ersten Teil von Kapitel 2 sagt Paulus, der Fürst der Macht der Luft. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber offensichtlich ist Satan gemeint. Wie arbeitet er? Wie können wir uns schützen? Und dann kommt es, auf Gott zu sprechen und auf sein Wirken. Welche Rolle spielt Gott bei unserer Erlösung? Und welche spielen wir?
In den Versen 5 und 6 sagt Paulus immer wieder mit. Wir werden mit Jesus lebendig gemacht, mit auferstehen, mit sitzen. Was bedeutet es, dass wir alles mit Jesus machen? Warum geht das nicht allein? Und dann in den Versen 8 und 9 sagt er, aus Gnade seid ihr gerettet, nicht aus Werken. Offensichtlich spielen diese Werke bei der Erlösung keine Rolle. Und trotzdem sollen wir sie tun. Und ihr merkt, da kommt eine gewisse Spannung auf.